krasse Nummer. Ist wirklich, soweit mir bekannt, der stärkste Audi Deutschlands. Ich denke mal, da geht die Reise wahrscheinlich auch schon Richtung 1600, das Ganze da. Sollte. Jetzt, wo ich es gerade sehe, du warst auch mit einer der ersten dieser Thermoise. Ja. Frontladeluftkühler. Und Wasserkühler kommt komplett weg, ganz. Luftgekühlt. Luftgekühlt, genau. Guck mal. Nee, Wasserkühler kommt dann links, rechts. Mhm. Und Wasserhaushalt wird noch ein bisschen größer, wegen der schlechteren Anströmung. Mhm. Aber prinzipiell geht es hier im vorderen Bereich nur um Thema Ladeluft. Also da kommt auch nichts davor. Maximal der Ölkühler vielleicht noch oder so, aber da können wir mal überlegen, ob ich den nicht wegsetze. Ja, das ist dann, also Schlossträger komplett ganz raus, kommt hier so ein Alu-Schlossträger rein und ja, ihr merkt, Basti, hier wird es einfach nicht langweilig. Hier wird es nicht langweilig. Nee, neue Werkstatt muss gleich eingebaut werden. Okay, krass. So, ich fasse das mal kurz für euch zusammen. Basti hat wirklich vor, diese komplette Einheit kommt weg, Wasserkühler hier vor, kommt komplett weg und hier kommt einfach nur ein fetter Ladeluftkühler rein. Wird dann so ein bisschen ähnlich sein wie bei den GTRs auch. Genau. Das heißt, du willst auch oben unten reingehen? In den Kühler oder links, genau, rechts? Ganz genau. Oben, unten. Unten, genau. Mhm. Okay, das heißt, von den Wegen her wird es natürlich geil, ne? Weil du schon schön. Ja, macht jetzt nicht viel Unterschied, ob der erst unten rein und hier raus. Also es muss jetzt halt eben der Luftstrom jetzt nach vorne und ja, dann hier hoch. Also das, ich denke mal, bei der Leistung, da wirst du kein Ansprechen oder so jetzt merken, oder so, ob das jetzt schlechter wird oder besser. Wo du sagst Ansprechen, wie war das so vom Drehzahlband mit dem Auto immer? So nutzbar? Du hast ungefähr bei 3.500 hast du so 0,5 Bar und das fährt eigentlich schon ganz gut dann mit, mit 0,5. Ja. Man denkt dann immer, auf dem Diagramm sieht es so aus, als wenn da gar nichts passiert, aber 3.500, 0,5 Bar bei dem Motor sind ja in dem Fall dann trotzdem schon 600 Newtonmeter. Ja, oder so, ne? Das heißt, so viel wie jeder 3 Liter TDI generell überhaupt erst hat. Ja, genau. Wenn danach aber halt einfach mal 1.000 PS mehr kommen, sieht es halt immer so aus, als wenn da noch nichts los ist. Ne? Nee, das fährt erstaunlich gut. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, auch mit den Step jetzt auf die 35er, da hätte ich gedacht, das wird vom Ansprechen jetzt nochmal schlechter. Mhm. Im Gegenteil, es ist sogar besser geworden. Mhm. Also wir haben in gewissen Drehzahlen, glaube ich, sogar 40 Newtonmeter früher Ansprechen als vorher mit den 30ern. Muss man dazu sagen, das sind keine normalen 35er oder 30er, das sind schon Überlader von euch. Das ist schon mal schon von uns welche gemacht. Ne? Also Grundbasis ist ein 35er, ne? Und dann gehen die Richtung mit knapp 67er Verdichtereingang habe ich dann erst geklappt. Und ich glaube, warte mal, wir zeigen erstmal kurz hier den Kühler, das Gerät. Von der rechten Seite. Ja, das ist halt schon Monster, ne? Das kann was, ne? Also ich sag mal so von der Größe her, egal welche du so auf dem Markt kriegst, ich denke mal, das ist so... Also wenn du zwei Kühler von den normalen, jetzt egal welchen Hersteller bestellst, dann kommst du ungefähr auf das Netzmaß,
Ja, vor allem jedem, den du den Kühler zeigen würdest, würdest du sagen, niemals ist der im S4. Ja, 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 das denkst du eher so als Frontrainer. Hat auch seine Masse auch, ne? Ja, das ist schon, schon Gewicht, ne? Ja. Jetzt muss man dazu sagen, weitergehen, du fährst am liebsten mit dem Auto die halbe Meile, ne? Ja, genau. Ich weiß noch, ganz früher warst du eigentlich mit der Viertelmeile Fahrer, ne? Ja, ja, und das hat auch Spaß gemacht. Ist Sebastian Kings, der Heuvelfahrer vom TTW. Junge, hier die 60-Fuß-Zone, der hat was vor. 11-1! Ja, das Problem ist, du warst aber nie konkurrenzfähig mit dem Auto. Das ist einfach zu schwer, das Auto. Hat zwar riesen Spaß gemacht, geht auch viel kaputt. Weißt du selber, da zählt ja Ampelstart, ne? Da zählt ja Reaktionszeit. Da kannst du ja nicht mal kurz warten, wie bei uns. In einer halben Meile sagst du, okay, die Ampel ist grün. Da kann ich jetzt mal aufladen den Motor. Ne? Da ist halt... Da fährst du alles kaputt, ne? Also da habe ich richtig viel kaputt gefahren. Ne? Weiß ich noch, da warst du auch schon so mit Gewinde aus dem Unterboden rausgerissen und was da so alles. Ja, genau, hinten ganze Hinterachsdifferenzial komplett. Das lag dann mit Gewinden alles rausgerissen und dann nicht nur eine Antriebswelle, sondern gleich drei abgerissen oder so, ne? Aber jetzt mit jetzigem Step musstest du dich ja eigentlich schon so ein bisschen hier und da mal wieder reizen, eigentlich dann doch mal. Da nicht die Traktion für, ne? Du kriegst diesen Punkt, du kriegst diesen Schleifpunkt nicht richtig rein, so, ne? Wo du jetzt sagst, jetzt habe ich den Grip. Ja, klar. Oder du hast ein riesen Turboloch drin, ne? Das geht dann aber auch mal nicht mehr. Ne? Und das Auto ist auch natürlich viel zu schwer dafür. Ne? Aber ich glaube schon, dass das... Ja, das wird schon seine Zeit fahren, aber das holst du aber auch hinten rum raus. Das wirst du wahrscheinlich in den 16-Fuß-Zeiten fährt das natürlich nicht so toll. Ne? Hol doch mal einmal diesen Krümmer, was wir den Zuschauern zeigen. Weil das Ding sieht so krass aus, das müssen wir euch einfach zeigen. Aus den Katakomben ist er zurückgekommen. Das ist jetzt der vordere Teil von dem Krümmer. Also, was heißt der vordere Teil? Hier irgendwo sitzt dann der Turbolader, ne? So, genau, in dem drin, ne? Genau. Und da hat der Basti damals gebaut, dass er tatsächlich mit dem, also hier ist jetzt die Front von dem Auto, nicht direkt mit allen drei Rohren nach hinten gegangen ist, sondern schon mit den Rohren erst einmal so eine Schleife gebaut hat. Um mit allen Zylindern möglichst die gleiche Länge zu haben. Genau, um fast die gleiche Länge hinzukriegen, ne? So, und das Ding da reinzukriegen, also selbst wenn ich es jetzt so sehe, würde ich niemals sagen, dass es in dieses Auto reinpasst. Aber das war schon ganz schön arg. Da musst du schon ein paar Sachen umändern. Das fängt mit Motorlagern an, ne? Einmal alles. Bisschen die Karosse nochmal massieren, ne? So, also das saß komplett hier einfach so, ne? Ja, genau. Mhm. Okay. Ja, schade ist bei den Dingern halt immer, dass man Turbolader halt einfach gar nicht sieht, aber das ist halt einfach. Ja, das ist. Vielleicht baue ich es auch immer mal auf GTR so. Ja. Aber dann. Dann hast du halt die ganze Front aber auch schon zerschnitten, ne? Dann passt das auch nicht. Ich glaube, das geht beim GTR auch nur so gut, weil der vorne in der Front viel tiefer hat. Ja, das ist halt durch diesen Fußgängerschutz, ne? Was er eben hat. Ne? Dann überleg mal, wie witzig, du musst ja auch dahinter noch einen Auspuff irgendwie wegkriegen. Ja, oder so. Ja, wie witzig, das hier, genau. Was willst du hier machen? Ne? So, und dann ist das Krasse bei Basti nämlich. Ich weiß noch, ganz lange, müssen wir einmal dir vorbei rennen. Ganz lange bist du ja sogar noch mit Serien. Endtop und so unterwegs gewesen. Ja, so eine Serie Endtop. Das war schon eine gemachte Anlage, aber mit der Anlage halt eben gefahren auf Veranstaltungen. Ja, ja. So viel Veranstaltung jetzt, die kommt dann halt eben runter, dann direkt nach den Downpipes, direkt auf den Boden. Mhm. Und das merkst du richtig, das Ansprechen da vom Lader, da geht es. Ist echt so, dass wenn der Auspuff so ein bisschen stopft? Der stopft immer, obwohl das jetzt schon 2x90 ist und ab Hinterachse geht auf 2x76. Mhm. Und das stopft trotzdem. Das schaffst du nicht da. Vor allem 2x90, ne? Also ja, das ist schon. Reicht aber nicht hin. Ja, ein Megawatt, weiß ich noch damals, ja. Ja. Ein Megawatt halt für 1360 Pesen. Ja, nee, hey, sieht halt wirklich 1 zu 1 aus wie ein SV, ne? Mhm. Heftig. Mhm. Ist halt ein ganzes Auto, ne? Das ist halt noch nichts kaputt, dann alles Blech. Alles noch im Blech, ja. Alles Blech, alles ganz normal. Kein Carbon, nix. Also wollte ich auch so beibehalten. Gewicht ist immer so eine Frage. Du kennst es ja am besten wahrscheinlich. Nee, meine Waage kennt es am besten. Es bringt eine Menge was. Ist natürlich ein sehr teures Tuning auch, ne, um nach vorne zu kommen. Ja, mir ist das Auto mir dann doch irgendwie zu schade. Also ich bin da eher so der Technikverliebte. So. Ich versuche da lieber den Motor da noch ein bisschen was rauszuholen und dann halt das Gewicht zu kompensieren. Ja, ja. Was denkst du, wiegt das Auto grob? Ich sag mal so, wie es jetzt, glaube ich, steht, so ich immer mit Auspuffanlage 1500.
80 so, hätte ich jetzt gesagt. Also ich habe die Waage theoretisch mit, zufälligerweise. Können wir machen. Können wir gleich noch einmal auf Waage schieben zum Abschluss hier. Serie wird er ungefähr 1600, denke ich mal, so ein S4-Kombi-Bogen haben. Mehr. Wobei ein 2001er, der hat ja schon alles gehabt. Darfst ja nicht vergessen, Rücksitzbank und so, das macht doch viel aus. Die ist echt schwer original, ne? Und vor allem halt krass ist hier, wenn ihr so ein bisschen reinfällt, ist halt so noch komplett mit Navi, volles Rohr. Alles drin. Also eigentlich fehlt ja an dem Auto nur die originalen Sitze und die Rücksitzbank eigentlich. Sonst ist das eigentlich so geblieben, wie es damals war. Gute Wechsler, den habe ich noch rausgeschmissen, diesen Klopper damit. Aber das Thema leicht baut doch schon los. Ja, das war schon damals. Oder war die CD-Sammlung nicht mehr so groß, dass du noch genug CDs hast? Damals wolltest du ein paar MP3s abspielen und da hast du gesagt, machst du ein iPod dran oder so. Ne? Aber so, was ich extrem sauber und cool gelöst fand, war immer die Lösung mit den Anzeigen in der Mitte. Ja. Das hatte irgendwie was, das finde ich irgendwie cool. Zwei Anzeigen und eine Runde. Das ist schon cool. Ja, ich finde nach wie vor dafür, dass du mit dem Auto dann doch schon so viel gemacht hast, ist ja wirklich immer noch ein Stück. Steht immer gut da. Ne? Ja, gut, muss auch dementsprechend auch ein bisschen behandeln, das Ganze. Ne? Ich finde es immer ein bisschen schade, wenn da mal dran rumrupst. Der fasst hier, René, deine Clubsportstrebe. Mit Netz. Mhm. Wie siehst du das mit Thema Käfig, wo wir uns ja oft rechtfertigen müssen? Also ich sag mal, so nötig hätte es, ne, für so eine Veranstaltung. Ne? Mhm. Also wenn mal was passiert, dann brauchen wir uns nichts vormachen. Ne? Dann hält auch die Karosse nicht mehr, ne? Bei den Geschwindigkeiten. Ne? Ja, weiß nicht. Also ich finde, es verschandelt immer so ein bisschen das Bild von innen. Ne? Weil es mehr ja so in Richtung richtiges Rennfahrzeug geht, irgendwie so, dann kann ich es auch verstehen, wenn das Ding komplett nackt ist, auch von innen. Ne? Aber so mit der Innenausstattung finde ich es immer so ein bisschen schade, also auch so ein Auto da. Ja, vor allem ist es ja wirklich alles drin, ne? Guck mal hier, so mit Himmel, Schiebedach. Ja, das ist schwer, das Schiebedach, das weißt du, ne? Anlage ist wahrscheinlich auch noch voll drin. Komplett, ne? Bose noch, die Originale drin, ja. Das ist. Und wenn du auf Events fährst, lässt du den auch wirklich immer genauso? Ja, der bleibt so, ja. Das ist krass. Das muss man halt auch erstmal machen, weil das sind ja schon locker, also das sind ja wirklich... Ich sag mal, die ersten 100 Kilo kannst du auf jeden Fall einfach ausbauen, wenn man will. Dafür hat er genug Leistung. Genau. Wird durch Leistung wieder einfach ausgeglichen. Ne? Aber dafür ist es halt wirklich einfach ein komplettes. Ja, vor allem, pass auf, ich hab ja, du bist ja immer so ein Lackbau-Fetischist, ne? Dann wirst du wahrscheinlich jetzt gleich oben Krebs kriegen. Ja. Ja, ich sag mal, so die Batterie, die wirst du wahrscheinlich. Ich weiß nicht, für einen Umzugswagen nehmen oder so. Die ersten 150 Kilo kriegen wir schnell raus. die ist super zuverlässig. Ne? Aber die beiden Kabel sind ja auch locker schon wieder 8 Kilo bis vorne. Das ist schon geil. Ja, nee, ist schon definitiv auch so eine Legende, das Auto. Muss man schon sagen. Weil es auch wirklich viele Videos gibt, wie das Ding halt, wie ich schon gesagt habe, halt einfach immer fährt. Ne? Sprit noch ganz normal, Ethanol, E85. Genau, ganz normal. Noch ganz normal. Ja, ja, das ist jetzt weniger geworden. Das ist halt, Vor 5 Jahren gab es das noch an der Tankstelle. Ja. Aber vor sieben Jahren oder so, ne? Da war das eigentlich gar nicht so, dass alle, die so die Leistung hatten, E85 kommen. Mhm. Okay. So, ne? Alle Supras, die Supras halt eh und hier schon. Ja. Immer jetzt, sofort E85. Jetzt selber mischen. Ja. Dann eine letzte Thematik noch, ist Thema Antriebsstand. Da sagt es halt, ist ja immer Ärger. Mhm. Antriebswellen hinten und Diff hast du immer kaputt gemacht, ne? Genau, und Gelenke, ne? Mhm. Innengelenke oder Außengelenke, ne? Und da ist jetzt aber Lösung für, das funktioniert jetzt erstmal alles. Jetzt ist es auch natürlich ein bisschen größer, also ein paar Mal kaputt gemacht und naja, man denkt immer so, naja, das ist jetzt kaputt gegangen wegen Bauteil schwach oder so. Aber wenn das ein zweites Mal kaputt geht, dann muss halt irgendwann doch mal rangehen, ne? Ja, zum Beispiel die Zwischenwelle von dem Turm, von dem Differential. Ich weiß nicht, das hat bis jetzt noch keiner kaputt gekriegt. Ich bin ja auch der Einzige, der wahrscheinlich wieder der. Ja, vor allem bei dir ist halt immer das Krasse, was ja das nicht aus dem Stand, wo so dieser Ruck da ist, sondern immer während der Fahrt, so von 1 und 2, ne? Ja, genau, von 1 und 2, genau. Da hat er so viel Druck, der. Genau, dann weiß man halt, was da lässt. Die hat sich komplett verwindet und die hat auch einen kompletten Höhenschlag. Und das merkst du links oben rum. Du hast dann irgendwie, weiß nicht, ob dir einer mit einem Hammer gegen die Felge geschlagen hätte, ne? Da ist in dem hinteren Differential so, ich sag jetzt mal, so eine Verlängerungswelle drin zwischen eigentlichen Triebsatz und Kardanwelle. Ich habe sie auch einmal krumm bekommen. Das war aber auch wirklich nach
200 Starts oder so. Mhm. So, dann fing das irgendwann an mit Vibrieren, dass das Auto halt so ein, ja, bisschen, genau, ein bisschen. Aber du hast die ja wirklich regelmäßig immer, ja, durchgezogen. Genau. Ne? Ja, dann haben wir die aus dem Vollen nochmal gemacht. Und seitdem war auch da in Ruhe. Und dann ist natürlich gleich wieder das nächste kaputt gegangen. Ja, dann geht es weiter. Du verschiebst das Problem entweder nach vorne oder nach hinten. Ne? Also ich glaube, bei mir hat das relativ lange immer funktioniert, weil mein Auto garantiert auch eine Hinterachse 100, 200 Kilo leichter war. Ja, ja, geht das denken wir schon so mit der Batterie und so. Ja. Mhm. Die brauchst du aber auch. Das merkst du auch mit der Rücksitzbank, wenn die raus ist und mit der starken Bremse. Wenn du richtig voll reinlangst, dann merkst du, der hebt hinten auch wirklich raus. Ne? Der verdreht sich leicht, ne? Da musst du leicht gegenlenken. Deswegen hatte ich auch gesagt, die Batterie im Kofferraum, auch wegen Platzgründen, fand ich es auch viel, viel besser, wenn der hinten im Kofferraum ist. Ja, klar. Ist ja vorne jetzt schon. Ja. Ist jetzt ja nicht so viel Platz hier drin. Weil das Einzige, was da ausgebaut ist, Klimaanlage. Aber okay, da kann man auch drauf verzichten bei so einem Auto. Ja, irgendwann musst du auch damit nicht abfinden, dass du sitzt in der Klimaanlage auf dem Event. Ich fand immer am nervigsten, irgendwann dann beim Klimaanlage jedes Mal Motor an- und ausbauen, absaugen, befüllen, ja. Absaugen, befüllen. Das ist ja auch mit der ganzen Sache hier mit Achsvermessung. Ne? Ja. Das ist auch mal nervig. Dann, ne? Obwohl, du nimmst ja den Motor, genau, mal raus, lässt die Achse drin. Genau. Nee, ich habe mir da halt eben so dieses Gestell da gebaut. Da fahre ich das komplett mit der ganzen Vorderachse raus. Das geht ruckig zu wieder. Ne? Und jedes Mal, du fährst wirklich jedes Mal zur Achse. Ja. Jetzt habe ich zwar eine eigene eigentlich. Ja, ich sag mal so, jetzt habe ich mir da eine Lösung gefunden, wo ich die Achsen fixiere jetzt. Und das heißt, da verstellst du auch nichts beim Ein- und Ausbauen. Oder mal so richtig so diese ganz alten, das habe ich jetzt auf der Rennstrecke viel gelernt, diese ganz alten Hasen, die können das wirklich mit dem Bindfahren so gut, ja, dass, ja, du danach zur Achsenmessung fährst und das nur noch so marginal ist, ja, dass man fast darauf verzichten kann. Ne? Mhm. Sonst nochmal so einen Crashkurs mal so anmachen, dass du schnell immer hier so Vorder- zu Hinterachse selber vermisst. Ne? Ja, ich sag mal so, mit der neuen Lösung, die ich da jetzt gefunden habe, das funktioniert auch ganz gut. Das hatte ich jetzt über Winter auch gemacht. Da ist die Achse jetzt abgesteckt. Das heißt, die kannst du jetzt nicht nach links und rechts verschieben. Weil ich jetzt den Sturz hatte, ich ja sowieso die verstellbaren Gelenke. Ja, du fährst ja immer die Serien. Ich habe Serien, ja. Genau, ich habe ja schon immer die von 034 da drin gehabt. Die oberen Querlenker einschalten. Genau, und dann stellst du sie einmal ein und dann ist gut. Ne? Und dann passt es auch danach. Ne? Mhm. Aber irgendwann wird es dann doch ein bisschen nervig, dann, ne? Immer ständig zur Achsvermessung zu fahren. Und dann. Ja, ja. Was schätzt du, wie oft Motor hier rein und raus? Das macht mir auf jeden Fall schon Konkurrenz. Ich denke mal 70, 80 Mal. Okay, also viel, viel mehr. Ja, also 70, 80 Mal. So. Ja, also früher war es mehr, jetzt mittlerweile ist es weniger geworden. Früher ist auch viel, viel mehr kaputt gegangen, wo man was gescheuert hat und noch was man nicht gepasst hat oder so, dann hast du es doch rausgenommen. Ne? Allein schon für die Krümmer. Ja, klar, da 5 bis 10 Mal rein und raus. Da reicht gar nicht hin, glaube ich. Ja. Ne? Da sitzt du ewig bei. Ne? Mit den neuen ging es relativ einfach, weil die natürlich einfach komplett nach hinten gehen. Da brauchst du halt nicht so viel ein- und ausbauen. Also ich bin mal gespannt, wenn einer unter euch in den Kommentaren ist, der noch öfter seinen Motor ausgebaut hat, egal bei welchem Fahrzeug, ob Roller, Motorrad, Go-Kart, egal was, schreibt mal auf jeden Fall rein, dann bin ich mal gespannt. 70, 80 Mal schon. Ja. Aber ich glaube auch das. Also ich sage immer so zwischen 35 und 40 Mal und bin mir da auch nicht sicher, ob es nicht mehr war. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es nicht sogar mehr ist. So, wenn ich jetzt überlege, 7 Jahre länger hast du das Auto auch schon, ja, und so, ja, und schon noch viel, viel mehr, ja, gemacht haben. Was ausbauen müssen. Wahnsinn. Ja. Seid ihr schon mal gegeneinander gefahren? Bis jetzt noch nicht, ne? Das Problem ist, es gibt, was heißt für dich gegeneinander? Wirklich so eins, so face to face? Oder? Hm? Nee. Nee. Bis jetzt noch nicht. Ne? Das noch nie. Mhm. Gab's noch. War immer. Wäre mal interessant, ne? Warte mal. Ich weiß, auf dem Event, wo du die Brücke das erste Mal drauf hattest, weiß ich noch ganz genau, das war in Papenburg. Das war das allererste. So ein Rolling-Event, was der Peter Klein damals hatte. Genau. Ja, so, da mussten wir so richtig alle mit Handy abkleben im Parken, ja, und so, genau, volles Programm. So, waren noch ganz wenige Autos. Meinst du, dass wir gegeneinander gefahren? Da weiß ich nicht. Oft bin ich nicht gefahren da. Also nee, da sind wir beide noch ein, zwei Mal oder so gefahren. Ja, ja, ne? Ja. Weiß ich gar nicht mehr. Ist halt auch immer bei solchen Events schwierig, weil du musst dich dann ja wirklich passend anstellen. Dann muss man jetzt ja auch dazu sagen, dass wir meistens immer gar nicht den im Fokus haben, gegeneinander zu fahren, sondern man fährt ja eigentlich immer mehr so gegen die Zeit, gegen die Ampel. Ja, genau. Deswegen, nee, bisher noch gar nicht. Müssen wir eigentlich mal machen. Wäre mal interessant. Du warst auf einer halben Meile jetzt 321 gefahren? Genau, 321. Ich war damals 318 gefahren. Mhm.
Ab, komm schon. Oh, das sieht sehr gut aus. Komm, alles schon. Hat funktioniert. 3,18, 5,8, jawohl! Ist ja auch schon gut. Ja, ja gut, du hast natürlich einen mega Gewichtsvorteil. Ne? Du hast ja, also ich würde tippen, mein Auto hat damals ungefähr 1450 Kilo rum. Das ist schon viel. So in dem Bereich. Plus das Dockgetriebe damals schon. War zwar noch mit Kuppeln und so geschaltet, aber es ist übersetzungsmäßig schon immer, das hat man schon gemerkt, das hat schon gepasst so von denen. Aber 100, also ich, meine persönliche Meinung ist, 100 Kilo auf einer halben Meile zwischen 7 und 10 km. Das glaube ich auch. Ja. Das ist so meine Einschätzung dazu. Und nach unten hin wird das immer krasser. So, also von 1800 auf 1700 ist nicht so krass wie von 1200 auf 1100. Hast du schon mal probiert mit Lader drauf auf? Ja, das war ja bei mir immer Ende. Das war ja schon immer 100%. Den Luxus muss man erstmal haben, dass man noch weiter aufdrehen kann. Weil wenn ich diesen Luxus habe, geht das bei mir meistens immer schief. Also bei mir. Immer so einer, wenn der dreht, so lange, bis du nicht mehr weiter drehen kannst und dann also trotzdem nochmal. Bei mir ist das genau das Gleiche. Wenn wir auf dem Prüfstand sind und irgendwie abstimmen den Motor, dann. Dann fragt auch hier schon der Johann, ja, der von KMS, sagt, ja, reicht es hin? Also, so, wie weit sind wir denn mit der Antaktung? Ja, bei 70%. Ja. Ja, dann sind wir noch nicht fertig. Ja, aber 30. Der sagt, bist du bescheuert? Oder? Ja, gut, aber wie willst du es denn sonst machen? Ich meine, du brauchst ja nicht sowas, um zu sagen, was auch, ich lege mir jetzt ein festes Ziel jetzt hin, irgendwie so 1000 PS. Ist ja in der Liga ja sowieso, du willst einfach so viel haben wie möglich. Ja. Und dann reizt es halt eben was aus. Und wenn dann was kaputt geht, dann ist es halt wieder Lehrgeld. Ist klar, ist teuer und ist auch nicht einfach zu finanzieren, auch für mich auf Dauer. Ja. Aber man will da schon ganz gerne mal ausreizen und sehen, wo die Reise dann überhaupt hingeht. Ne? Hast du sogar selbst hier die Tankentlüftung noch angeschlossen, was alle jetzt? Nee, das ist jetzt das Rückschlagventil für den Unterdruckspeicher für die Klappensteuerung. Ah. Genau, aber Tankentlüftung hast du hier. Das ist hier Tankentlüftung. Nein, die saugt er sich mit an. Hier wieder. Ich hätte so alles. Aber also Aktivkohlebehälter halt, ist auch noch mit drin. Ne? Ja, da war ich dann halt irgendwann und habe das rigoros alles. Ja, du bist ja eh radikal. Ich bin da so eher so, die Funktion ist dann auch was. So, also eigentlich ist es ein witziger Kontrast, weil bei mir ist es so, dass es alles radikal rausgefliegen. Dafür wollte ich die Optik vom Motorraum her original haben. Ja, genau. So, und hier ist es genau andersrum. Hier kann Motorraum brutal aussehen. Genau. Dafür muss der Rest so original sein. Ja, du gehst halt einen anderen Weg als ich da. Ne? Was ja jetzt nicht verkehrt ist. Ne? Also es ist viele Wege für nach oben. Für nach oben, ja. Aber ich kann's auch in beide Richtungen vollkommen verstehen. Ja. Krass. Aber bisher fährt es keins weiter so, ne? Nee. Also ich habe zwei Anfragen gehabt. Auch Marcel hat mich schon mal drauf angesprochen. Ja, das Problem ist halt eben, die Fertigung ist halt immens teuer, die Teile, und dann am Ende des Tages muss er das ja auch irgendwo versteuern und irgendein Euro muss auch an mir hängen bleiben. Ja, ich habe ja schließlich die ganzen Entwicklungskosten ja auch bezahlt dafür und das will man dann ja auch irgendwo mal reinhaben. Ne? Da kannst du ja nicht sagen, ich verkaufe das jetzt hier für 1500 oder so alles dann. Ne? Das funktioniert nicht alles im Billett. Ne? Und dann kommt auch noch dazu, ich glaube, was auch ist, viele gerade im S4, R4-Bereich fahren ja schon das Original-Motorsteuergerät, ne? Ja, und da kommt. Die werden das Problem mit zwei Drosselklappen haben. Ja, da kommen auch mal die schönsten Anfragen. Ja, ich will das haben. Und dann frage ich auch meistens immer Serien-ECU drin. Dann sagt er, ja. Dann habe ich gesagt, habt ihr dann auch eine passende Lösung für die zwei Drosselklappen? Und dann hört es dann auch meistens schon auch auf, das Gespräch dann. Ne? Ja, das ist dann. Ja, ist ein typisches Auto, wo man sich jetzt wahrscheinlich noch weitere Stunden unterhalten kann. Ja, also technisch ist ja so. Eigentlich gibt es noch, außer den ganzen Sachen, die wir so durch haben, irgendwas, was eigentlich original ist? Das könnten wir höchstens nochmal einmal so technisch gesehen, wo du sagen würdest, wie ist das zum Beispiel mit Kardanwelle? Die ist eine Serie. Die ist Serie, ne? Die funktioniert ja, krass. Die funktioniert gut, ja. Das ist erstaunlich, weil das ja noch so kleine Gelenke sind. Ja, ja. Das ist ja nur 100er Gelenk, ja, ne? Ja. Und dass das nicht kaputt geht, ne? Ich glaube, das liegt daran, weil das eins der wenigen Autos ist, was so eine krasse Achsübersetzung hat. 4:11:1, dass die deswegen so wenig Drehmoment kriegt, aber halt passend dazu so viel Drehzahl hat. Und deswegen hatte ich immer Angst bei unseren schnellen Fahrten. Ich hatte mal ausgerechnet, wenn du 400 fährst, macht diese Kardanwelle, glaube ich, 14.000 Drehmoment. Wenn du überlegst, 14.000 Drehmoment mit dem Gelenk in der Mitte, war dann so, wenn die da rausreißt. Also da habe ich, glaube ich, wahrscheinlich nur einmal diesen Käfig vom Stern kaputt gekriegt. Ja. Dann halt irgendwie nur angerissen, aber auch nur durch Zufall gesehen. Beim Ausbauen gucke ich so mal drüber gewischt. Aber sonst, ehrlich gesagt, funktioniert die super. Ne? Also,
Ich kenne auch keiner, die abgerissen hat oder so. Nee, bei mir auch nicht. Ich habe einmal eine aus Amerika angebaut, die war so unwuchtig, dass die Herr Schlau will ich jetzt nicht, ne? das kenne ich ja, diese ohne Zwischengelenk. Ja, ja, genau. Ne? Das war die habe ich auch nachgewuchtet, ein Pipapo. Ich glaube, ich weiß jetzt auch, woran das liegt. Das Problem ist, dass bei dem Motor die Winkligkeit von Vorder- zu Hinterachse. Mhm. Eine Kardanwelle kann zwar so einen Versatz ab, aber dann müssen die beiden trotzdem wieder parallel stehen. Genau. So, wenn der ein bisschen schräg steht, so oder so oder so, was bei den Motoren ja, weiß ja selber alleine beim Einbau, wie du die verdrehen kannst. Genau. Ne? Das wird da, glaube ich, das Problem sein. Die Einteilige kann das nicht ausgleichen. Genau, du siehst das aber auch schon von der Flucht im Tunnel, dass die Originale mit den Zwischengelenken einen leichten Knick immer hat. Ne? Deswegen. Und das kannst du natürlich mit diesem, vor allem mit diesem Schiebepatent, was sie da haben, das kann auch gar nicht so funktionieren. Ne? Weil unter Lasten willst du das zu verschieben, die Kardanwelle. Ja. Ne, das ist dann schon. Das fängt dann an zu schwierig. Ne? So, wir holen mal einmal schnell die Wagen rein. Du sagst knapp 1600. Ja, ich sag mal so 1580 hätte ich jetzt geschätzt. Du verarschst mich doch. Jetzt ehrlich? Da lag ich. Das gibt's doch nicht, ey. 1580. Ja, das ist ja gut, da habe ich ja gut geschätzt, mit Auspuff. Ja gut, wir dürfen nicht vergessen, der Ladeluftgelass noch. Die gleichen Wagen hier nebenan. Der Ladeluftgelass noch draußen. Okay, praktisch zum Event, genau, normalerweise der Ladeluftkühler, der wird nochmal so 10-12 Kilo haben. Der Ladekühler fehlt noch. So ein bisschen Geduld. Gut, dafür liegt aber Werkzeug hinten drin. Ein bisschen Kühlwasser und so weiter, aber mit echten 1600 fährst du schon immer rum. Ja, ja. Krass. Seriengewicht, kann man so grob sagen. Ne? Ja, fast, ne? Kommt hin. Aber das war gut. Das war definitiv on point geschätzt, würde ich mal sagen. So, ja, ich würde sagen, danke, dass wir das Ganze vorstellen dürfen. Mhm. Ihr wollt dieses Fahrzeug mit Sicherheit nochmal in Action sehen. Ja. Wir, okay. idealerweise natürlich irgendwie in einem Event. Wir wollten aber mit Absicht das Ganze in Ruhe filmen. Ich wollte das in Ruhe filmen, weil auf Event ist halt immer Ärger, Action, weißt du, 1 Million Leute und dies und jenes und so weiter. Und man kann das gar nicht so detailliert zeigen wie hier. Ton, Wind und so weiter. Ne? Da ist das hier schon deutlich in dieser schönen Halle entspannter. Aber eigentlich wolltest du ja eh nochmal auf den Prüfstand auch, ne? Genau, das machen wir nochmal. So, das heißt, wir steigen in diese Videoreihe auf jeden Fall wieder ein, wenn du hier fertig bist. Willst du dann erst zu Kronburg hin und abstimmen dort? Oder meinst du, geht auch so mit abstimmen? Wir kriegen es auch so, denke ich mal, ne? Das heißt, direkt Chor wieder durchladen. Genau, würde ich sagen. Ich würde sagen, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, danke für die Zeit. Mega Auto, auf die nächsten 17 Jahre. Und wir sehen uns in Hannover im Prüfstand. Ciao. Ciao.